Malamogulis zum letzten Tag der Woche, kurz vor Samhain. Also Halloween. Deswegen nutze ich die Folge mal, damit wir ein bisschen weiterkommen. Vielleicht geht die auch ganz klein bisschen länger. Oh, hey! Schlüssel. No! Neugier ist verflucht. Verfluchte Neugier. Oh, ich mag es, neugierig zu sein. Wie soll man denn sonst was lernen? Wie auch immer. Was seid ihr? Irgendwie neugierig. Was ist die richtige Frage? Aber warum wäre angebracht? Ich will den Schlüssel. Oh, das ist aber nicht unser Schlüssel. Und deiner sicher auch nicht. Extra Schlüssel sind gut. Die ist so süß, die Kleine. Der Redensweise der Mimik. Die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden. Hi, ich bin Fran. Ich mag das. Ich bin ein Mensch, Fran. Schön, euch kennenzulernen. Interessant, erzähl uns mehr. Ich hatte eine Katze. Naja, hatte. Nein, sie hat sie noch. Wirklich? Ja, wirklich. Gib mir jetzt bitte den Schlüssel. Sie, Mensch, Fran, wir kennen uns. Wir kamen aus dem Süden. Wir flogen, wie immer. Was, Hexen? Und keiner von uns interessierte sich für den Schlüssel und alle von uns stecken hier fest. Und wegen unseres langen Haars kommen wir nicht frei. Kann ich helfen? Wir bleiben oft an Bäumen hängen, aber dafür haben wir etwas. Einen wunderschönen Kamm an unserem Haar zu kämmen, wenn wir festhängen. Gebt ihn mir. Ich bringe es in Ordnung. Da gibt es ein Problem. Ein dreckiger Diebstahl, den Kamm! Jetzt hängen wir für immer fest. Wenn Dieb und den Kamm findest, bekommst du den Schlüssel abgemacht. Er ist eine Ratte, eine dreckige, narzisstische Ratte. Er nahm den Kamm, um hübsch zu... Ich will nur so runter mit dem Kampf fort. Bitte finde ihn und befreie uns von der Neugier. Ich gebe mein Bestes. Können wir jetzt den Kamm haben, den Schlüssel haben? Ich meine nur, nutzen wir die Folge nochmal parallel, aber noch um was zu besprechen. Moment mal. Wenn ich in die untote Welt gehe, sieht der Wald zwar ein bisschen komisch aus und mit dem Monster hinten, aber immer noch realer, als wenn ich in die echte Welt gehe, wo ein Riesen-Cockroach-Kakerlaken-Ding mit einem Stab steht und mich... Was ist denn jetzt? Ist jetzt die Welt beides scheiße? Na gut. Bevor ich die anspreche, wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr findet in meinem Kanalbanner einen Link zu dem, mit dem Pfeil Try Me. Da steht, unterstützt mich, okay? Folgt dem Pfeil, ist ja nicht schwer zu finden. Fetter Schriftzug, auch ab jetzt in jeder Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine kleine Spende da lassen möchtet, ist es immer gern gesehen. Und auch ihr seid bestimmt noch nicht die Ersten. Und ich hoffe auch nicht die Letzten. Aber ich hoffe, dass ich dadurch meine Formate erweitern kann, mehr Zeit für euch aufbringen kann, deutlich mehr auch in Streams und andere Dinge investieren kann und weiter meine Giveaways und Gewinnspiele machen kann, die ja auch irgendwo alle Geld kosten. Nicht? Und das würde ich dann dafür nutzen. Es wäre so schön von euch zu hören. Ansonsten Kommentar da lassen, freut mich natürlich auch immer. Teilt mein Video. Damit unterstützt ihr mich am besten. Oh, eine Ameise, okay. Wer ist da? Bist du real? Nein! Du fragst immer das gleiche, immer! In der Kamera sieht das jetzt gut aus. Was meinst du damit? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Flo. Nervenklinik. Ich verrate es nicht, keine Angst. Aber was tust du hier? Meine Katze suchen. Eine Katze? Eine schwarze Katze. Da! Verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Hast du ihn gesehen? Es ist so, dass die Katze gefressen wurde. Gekaut und Rotterklock. Na, weg. Gefressen? Was meinst du damit? Okay. Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ich fange ihn, ich gebe ihm ein Käferschwein. Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein. Hat seit Tagen nichts gegessen. Die Blaubeerzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Aufhören! Stehst du nicht, Mr. Midnight? Das ist alles, was ich habe, hatte. Tja, jetzt ist der Tod, Mädchen. Und das war's mit Nein, weiter geht's. Willst du machen? Na, oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Na gut. Was soll ich jetzt tun? Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen. Ja, nein. Wie könntest du mir überhaupt helfen, Bitch? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt er noch im Käferschwein.
Du verarschst mich doch jetzt, oder? Zum Erbrechen bringen. Ernsthaft jetzt. Töte das Käferschwein! Das ist mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Okay. Und dein Käferschweinfreund töten? Ich kann das nicht. Ja. Tu es. Du kannst das Käferschwein töten. Und ich? Antonio, der Größte. Hätte das Fleisch essen. Okay, mach das. Wie töten wir es? Mit einem Stift. Ah. Wie unerwartet, das funktioniert nicht. Ah, ich habe eine Idee. Will der jetzt ernsthaft dafür das Schweinchen zerhacken? Ganz augenscheinlich. Bang! Moment. Eulen können zwischen Welten wandeln, laut der Mythologie, oder? Oder brauchen wir das hierfür? Alle meine Kräfte haben sich vereint, etwas Unnötiges zu tun. Sehr cool. Sehr, sehr cool geschrieben. Hier ist auch nichts, um ihn zu töten, ne? Na dann. Tschüss, Käferschwein. Ich wusste, es gibt etwas Schlimmes. Wir müssen es jagen. Erneut, auf Wiedersehen. Hier ist eine Feder. Bringt uns die was? Gibt es noch etwas zum Sammeln? In 3 Tagen ist Halloween, da ist Samhain für mich. Müssen wir es jetzt etwa in diese Richtung locken da? Irgendwie habe ich damit gerechnet. Happy Pills. Kriegen wir jetzt den Schlüssel? Ganz augenscheinlich nicht. Wenn wir uns jetzt hier hinstellen und den läuft er trotzdem nach links? Also so wird das mit dem Töten schon mal nichts. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Happy Pills rein und gucken, was wir so finden. Ab hier rein, Fran. Oder auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Irgendwas malen da dran? Nochmal zerhacken? Können wir nicht einfach ihn zerhacken? Nein, ganz augenscheinlich können wir das nicht. Hatte das einen Sinn, dass der hierhin gerannt ist? Ich muss mal kurz mit euch reden. Wisst ihr was? Ich hack den Baum einfach um. Ha! Ich wollte eigentlich ein schöneres Ende für dieses Spielchen haben. Allerdings scheint das nicht so easy von dann zu gehen, wie ich dachte. Käferschwein. Du bist scheiße. Eins doch. Können wir ihn aufwecken hiermit? Ah! Der Gefahr ist groß, groß! Oh, verstehe. Aber es ist nicht so normal. Ja, aber das ist total normal, oder? Was soll ich tun? Du musst ihm die besonderen Beeren geben, die Blaubeeren. Wir sind keine Beeren, du Vollidiot. Du hast eben gesagt, du hast sie alle gegessen. Ich sollte dir das nicht sagen, aber ich habe die richtigen Verbindungen. Sie leben in meinem Haus. Sie haben Blaubeeren. Mein Haus ist in dieser Richtung. Sei vorsichtig. Ernsthaft, jetzt ein Pfeil aufgetaucht. Das ist ja cool. Was haben wir hier noch? Oh, Kitty! Nein! Ausfischen! Grumm, piep, piep. Schau, Fran, ich bin in Gefahr. Finde mich lebendig. Finde mich tot. Piep, piep. Ach, Mann. Warum muss das so strange sein? Ein winzig kleines Haus. Ich wollte eigentlich... Ups!
Wie hat euch das Ganze gefallen? Jetzt können wir mal drüber reden. Da das quasi die letzte Folge ist von der regulären vierwöchigen Reihenfolge, die wir jetzt hatten im Oktober. Wie hat euch das ganze Oktoberprojekt gefallen? Lasst mir doch mal ein Feedback da, es würde mich echt freuen. Und nochmal, es ging nicht zwangsläufig darum, dass es ein Spiel voller Jumpscares sein muss oder ein total verstörendes Game, wo wir alle 10 Sekunden irgendwas sehen, was uns übelst den Kotzreiz bringt. Auch nicht so ein kleines Spiel wie PT. Es ging einfach darum, dass es zur Thematik passt. So wie jetzt hier. Ich meine, nicht für jeden ist das schön zu sehen. Echt jetzt? Okay. Willst du mich verarschen? Okay, weißt du was? Hier. Das auch nicht? Können wir irgendwas kombinieren? Oh! Wir konnten das leimen. Können wir das kombinieren? Mit irgendwas hier? Nein? Können wir das benutzen? Irgendwo hier? Das gibt es doch nicht. Also da sind auf jeden Fall die Blaubeeren drin. Dead Mode. Ja. Die kleinen Kreaturen, fresst mich bitte nicht. Okay. Falscher Knopf. Sind das Ameisen oder was? Ein toter Kammerjäger. Na, so ein Zufall aber auch. Hier gibt es nichts, oder? Ey, ein Haken. Warum können wir den nicht nehmen? Okay, dann machen wir die Happy Pills aus und dann Schluss. Was muss ich jetzt machen? Ich dachte, wir lösen wenigstens noch was zum Ende. Was, das Ding ist jetzt auch in der echten Welt? Oh, sie winkt sogar. Oh, ist sie lieb. Wir müssen ihr folgen, kann das sein? Ach, schade. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich will ein Feedback haben. Das würde mir extrem was helfen. Ansonsten... Boah, das ist so fies, ne? Hier kommt deine Mami, um dich zu retten. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, oder? Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das morgen weitergeht. Also, zweimal am Tag. Aber solange wir noch Oktober haben, lassen wir uns davon natürlich nicht abhalten, oder? Können wir euch irgendwas zuwerfen? Negativ. Ja, dann. Moment, können wir die Tür wieder reparieren? Verdammte Hacke. So, benutzen. Mit Tür. Ist er weg? Nö. Also ganz augenscheinlich können wir das nicht benutzen. Hast du jetzt die besonderen Beeren? Ich kann sie nicht nehmen. Sie erlauben mir nicht, sie zu nehmen. Sie erlauben nie etwas! Wenn du sie fängst, ist es vielleicht einfacher. Ha. Cool. Nun ja. Ich sag's jetzt mal vorweg. Ihr könnt abstimmen, wenn ihr nochmal ein Spiel sehen möchtet, ne? Es gibt noch ein spezielles Infovideo dazu, aber wenn ihr noch ein Spiel sehen wollt, was im Spooktober gespielt wurde, lieben gerne. Dieses Spiel steht übrigens auch zur Auswahl. Denn wir haben ja kein Spiel wirklich, oder fast kein Spiel wirklich zu Ende gespielt. Mein Vorschlag also, stimmt mal fleißig ab. Erhöht vielleicht auch eine Chance, was zu gewinnen. Wer weiß. So, jetzt aber hier. Mit der... Hiermit? Vielleicht muss ich sie fangen? Hier, bam!
Herkiefer zapfen. Meine Familie ist sehr nett. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Okay. Vielen Dank soweit fürs Zuschauen. Wir machen erstmal Schluss hier. Wir sehen uns morgen wieder. Noch zwei Tage bis Samhain. Mit heute 3. Ich bedanke mich also für lange Support. Und morgen geht's dann nochmal ab. Hoffe ich. Mal schauen. Das war Franbo. Soweit von mir. Vergesst ihr nicht abzustimmen. Infovideo wird kommen. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann in diesem Spiel mal wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Valar Dohaeris. Euer Wolf. Ready. Aim. Fire. We'll be right back.